Minuten erholen. Meine Flankenatmung funktioniert nicht mehr. Ich sehe mich außerstande, da weiter zu fragen. Womöglich werden Sie noch mein Gesangslehrer. Ich würde sagen, jetzt horchen wir uns endlich wieder einen Holecek als Bassbariton an. Wenn ich einmal reich bin, der Tevye, vielleicht erholt mich dabei. Arbeit dran. Also wie Butter geht's, glaube ich, so gut wie keiner.
so viel, was denn, was war's? Ich habe eine, sagen wir, auf eine Kurzformel gebracht, eine gewisse Zurücksetzung, die ich mir nicht sehr erklären konnte, aber die es halt gibt, nach den vielen Jahren, in denen mich die Lektoren eben, wie schon gesagt, auch als Ganymed hereingebeten haben und mich also wahnsinnig gern gehabt haben, also von was ich als enormes Glück erlebt habe, von Salhofer bis Ralf Gintl. Und das, mir war das irgendwie innerlich klar, dass das ein ganzes Leben lang so nicht bleibt. Und also diese sehr bedauerlichen und für mich halt irgendwo zurücksetzenden Begegnungen mit dem Hofer Seefellner, die waren halt, wie soll ich sagen, die haben sich mir schon ein bisschen auf die Seele geschlagen und da ist es dann kein weiter Weg auf die Stimme. Aber ich habe eine auch Zeit von Verkühlungen, wo ich viel singen musste, glaube ich, dann nach einer gewissen Zeit wieder überwunden. Und trotzdem hat sich, sagen wir, eine nicht im unmittelbaren Zusammenhang damit, aber doch im Laufe dieser letzten Jahre eine gewisse Reduktion der Beschäftigung ergeben. Jetzt ist es aber wirklich eine Gegenbewegung. Also teilweise, es ist ja nicht immer ein natürlicher Platz frei, wenn gerade das Fernsehen ist. Und nicht jedes Fernsehen kann man in eine natürliche Opernlücke hineinfliegen. Es war eben auch so, dass ich also mir manchmal eben auch frei erbeten hatte, sozusagen von der Oper, um meiner Film- und Fernsehtätigkeit nachgehen zu können. Und dann hat es aber doch auch sehr intensive Momente in den letzten Jahren gegeben. Hängt es nicht auch zusammen mit, erstens einmal, mit der Stressigkeit, die da entsteht, zweitens, dass Sie der Inbegriff eines Ensemblesängers sind, der zu einem Ensemble, das sich familienmäßig kennt, trifft, weggeht, wenn die Ensembles sich auflösen, irgendwo in der Welt herumschwirren, Sie hier am Platz Ihre Shows haben, Ihre Fernsehtermine, kann man nicht da mit diesem ziehenden Druck so mit, es ist ja auch gar nicht so wichtig, dass man dann auch noch irgendwo in Toronto und in Calgary und in Südafrika auch noch singt. Ein bisschen war es so, also ich meine, die Ortschaften haben jetzt nicht gestimmt, aber so ähnliche hat es gegeben. Und ich meine, es hat mein Opern auch, wenn die Reduktion durch diese, vor allem die zweite Ära, dass sie zweite Linie überhaupt durch den Hofer Seefellner, die eben eine weniger starke Beschäftigung an der Wiener Oper war, so hat ja, sagen wir, die Opernsache nicht geendet in dieser Zeit, sondern es ist da und ich war in Hamburg, habe der Papageno gesungen, ich war in München, ich war dort und da. Also ich glaube, es hat schon auch Opernanlässe in dieser Zeit gegeben, etliche. Und eben auch Operngesang im Fernsehen, es gehen ja die Dinge auch ineinander. Auch Auto in der Nacht und so, die Polizei und so gab es so. Ja, es ist aber. Es kollidiert also. Auch, es hat ein, glaube ich, ein bisschen im Lokalteil mit ihr auch gestanden. Und das ist halt willkürlich aufgegriffen. So was besonders vieles da nicht passiert, es war eher eine komische Geschichte. Die Renate war sehr tapfer und sehr resolut, weil nicht gestanden ist, dass der Polizist ihr einen Tritt gegeben hat, dass ihr der Strumpf heruntergehangen ist. Das ist nicht gestanden, sondern sie hat nur angeblich in den Finger verrenkt. Und in Wirklichkeit wollte sie mich verteidigen, wie eine Löwin, weil der Polizist ist auf mich losgegangen und sie hat gewusst, ich meine, ich bin zwar sehr gutmütig, aber ich lasse mir nicht alles gefallen. Und also, wir sind froh, dass das so ausgegangen ist dann letztlich. Aber es wurde mehr aus der Sache gemacht als war. Es stimmt aber, dass es so, plötzlich gibt es, die kommen von irgendwoher auf einen Zug, gibt es in einem Leben halt auch Schattenmomente. Und ich glaube aber, ich kann sagen, dass ich sozusagen die Verkühlung in der Stimme und die Verkühlung in der Seele mir dann doch nach einer gewissen Zeit wieder vom Leib gesungen habe und fühle mich längst sehr gesundet und habe, wie gesagt, das auch im Opernfach noch allerhand vor. Ich meine, dass man mit 50 Jahren nicht dieselbe Stimme hat wie mit 28, das geht nicht nur mir allein so. Ist nicht der Terje etwas, was wirklich kommen sollte? Das würde ich mir irrsinnig wünschen. Ich würde mir überhaupt, sagen wir, viele Musical-Rollen wünschen und auch das eine oder andere in Operetten, da kommt jetzt etwas sehr Nettes auf mich zu, in der Volksoper ist nächste Woche Premiere von Walzertraum in der Regie von Robert Herzl und das ist wieder diese ganz alte Version, diese märchenhafte und da bin ich der Graf Lothar, das der Reinke gespielt hat in der vorletzten Fassung und das ist eine köstliche Rolle und auf die freue ich mich ganz besonders und da ist sicherlich noch ein wirkliches Gebiet. Ist nicht einer der Gründe dieser sozusagen Midlife-Crisis, die ja jeder irgendwann hat, wo er sein Wechsel oder da ist, in den letzten Jahren doch auch gewesen, dass sie ganz extrem, man hat es an diesem Papageno gesehen, also wenn es einen burschenhaften, bubenhaften Charme von einem Sänger gibt, dann war das Olejek. Der ewige Bub,
Irgendwann mit 50 der Bub, jetzt wird es sozusagen ein Reifevorzug. So mit 40 ist das irgendwie schwierig, nicht? Der 30-Jährige, der wie 20 ausschaut, das geht. Der 40-Jährige, der wie 30 ausschaut und sich wie 20 fühlt, da kommt es irgendwo zum Zerreißprozess. Ja, ist nicht so viel bubenhafte Lustigkeit, Schabernack drauf setzen, Wiener Lieder singen. Auch eben das Problem, wann schaltet man um? Aber das ist auch eine Routine. Es stimmt aber, dass sich daraus auch Schwierigkeiten ergeben. Und ich gestehe offen und ehrlich ein, dass ich sozusagen manches Parodieren und manches stimmliche Schinden und Strapazieren zu einem Zeitpunkt gebremst habe, wo ich dann effektiv wirklich ein paar Tage Kaiser war. Nach dem Josef Schmidt, nach der Platte, war ich 4 Tage Stockkaiser. Und ich weiß nicht, am 5. Tag war dann irgendwie in der Halle gegen der Ariadne und das habe ich schon besser gemacht als an dem Tag. Dessen war ich mir bewusst, nicht? Da gibt es schon ein Warnsignal in einem. Und auf gewisse Sachen bereitet man sich dann eben länger und intensiver vor und mit einem größeren Verantwortungsgefühl als in Jugendjahren. Und manchmal kann ich dann andererseits sagen, kommen dann trotzdem man nicht mehr dieselbe Stimme oder eine andere, wie doch das sonst gern dann vielleicht bessere Vorstellung heraus, als es damals war. Das gibt es, glaube ich, auch. Das kann ich auch sagen. Ja. Dazu gehört auch, dass Sie eigentlich nach wie vor um Lieder, Balladen sich bemühen, die so gar nicht in das gängige Holiday-Check-Geschehen passen. Ja, ich stimme da mit meinem Freund Schäfer. Es gibt noch neben das Zauberreich der Lieder und wer gesagt hat, obwohl ich meine Rollen so gern spüren würde, aber ich lebe, aber in Liedern könnte ich leben, hat er gesagt. Und das finde ich auch so. Und das ein Jahr ohne Schubert-Liederabend oder was, das ist nichts. Ich habe früher sehr, sehr viele Konzerte auch gesungen. Es hat dann langsam nachgelassen und das hat mir auch sehr gefehlt. Und ich bin dem nicht persönlich so nachgegangen, sondern es war an sich immer eben so viel zu arbeiten in allen Branchen, dass ich dazu gar keine Chance gehabt hätte. Aber das freut mich, dass man dazu doch noch manchmal aufgefordert wird. Und da war ich gebeten um ein Mozart-Requiem und das seit sehr vielen Jahren. Und also da möchte ich eben auch noch was erleben. Wir fahren jetzt auf Nummer 8. Mit der Musik kommen wir überhaupt nicht durch. Wir haben jetzt wochenlang so viel aufgeladen, dann haben wir es wieder reduziert und jetzt lassen wir noch mehr weg. Das nächste Mal machen wir nur live. Holiday-Check live. Die Nummer 8, ich glaube, dass wir es schon gefunden haben, ist Schubert Musensong, ein Liederabend aus dem Jahr 78. Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das ist 76. Juni, Veranstaltung des Wiener Goethe-Vereins am Klavier. Noch einmal Konrad Leitner, dem ich ganz besonders danke, dass er heute bei uns ist. Konrad Leitner sitzt da. Zuerst ist er da drüben gesessen. Wenn du schweifen, mein Liebchen, wenn du schweifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Nach dem Takt der Wege, nach dem Maß der Wege, sich alles alle vor. Nach dem Maß der Wege, sich alles alle vor. Ich kann so kaum erwarten, die erste Blumenjagde, die jüngste Blüter am Mond. Grüße meine Lieder, kommt der Winter wieder, nicht noch jeden Traum, sie will nicht noch jeden Traum. Ich sing in der Weise, auf einzelnen Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Auf diese Blüte schwinde, neue Freude finde, sich auf der Worte blüht, neue Freude finde, sich auf der Worte blüht. Ich errege sie, der Stumpf
Konrad Leitner sagen. Wir haben damals im Schubert-Jahr sehr viele Konzerte gehabt, das hieß das fahrende Podium und es waren viele Liederabende vor berühmten Gebäuden in welchen, also vom Spiegelsaal Schönbrunn bis Theater der Wien. In Theater der Wien ein Liederabend singen ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Ich hatte den Cut von Eberhard Wächter an, am Vormittag war es. Mit seinem Sohn in der Loge, das war überhaupt eine ganz tolle Stimmung. Die Akustik des Theaters an der Wien, wenn das Orchester zu ist und man steht da dran auf der Bühne und singt in den Raum hinein ein Schubertli. Das ist wirklich unbeschreiblich. Das ist wie Amati-Geigenkasten. Das ist ein bisschen nicht von dieser Welt, wie das klingt. Und dieses Gefühl, das habe ich mir gewünscht, aber als Bub. Dieses Herrliche, da, das Theater, das Gesicht, das bringt uns auf ein anderes Thema, die Präsenz des Gesichts. Da müssen wir dann vielleicht bei der Rolle vom Stehplatz vielleicht noch einmal den Rückschwenk machen. Ich tue ein bisschen vor dem Bundesdistanz, denn mein Begleiter, Konrad Leitner, wir haben damals eine sehr klasse Kritik von Karl Löbel bekommen und über ihn ist gestanden am Schluss, ich möge mich doch wirklich nie mehr um einen anderen umschauen, ich habe ich war in der Zeit gar keinen anderen, ich habe nur ihn, er hat gesagt, einen einfühlsameren und einen besseren, einen großartigeren Mann am Klavier, der mit einem Sänger so unerhört mitlebt und mitpulsiert, werde ich auf der ganzen Welt nicht mehr finden. Und das wollte ich bei der Gelegenheit sagen, wenn ich das wieder höre. Wir sind jetzt beim Freundeskreis, wir sind bei der Familie, wir müssen jetzt einmal über das Haus, in dem Sie wohnen, Familie, wo Sie herkommen. Das ist vielleicht doch auch gar nicht das, was man sich ursprünglich vorstellt, wenn man sie nur von der Bühne her kennt und von ihren Fernsehauftritten. Da ist sehr viel, ja, Schubert-Zeit, da ist sehr viel Biedermeier, da ist sehr viel Alt-Wiener Tradition. Fangen wir vielleicht an, Beruf der Eltern, Sie sind... Mein Vater war Professor an der Technischen Universität für Feinmessen und Feinmechanik und hat die Lehrkanzel begründet, überhaupt war Erfinder, Forscher, hat verschiedene Rechenmaschinen der vorelektronischen Zeit erfunden. Meine Mutter war Hausfrau, war kurzfristig Literaturkritikerin für ein deutsches Magazin, hat das aber dann auch wieder lassen, war jedenfalls literarisch sehr, sehr au fait. Und es ist musiziert worden bei uns zu Hause. Auch meine Mutter hat sehr gut Klavier gespielt und hatte auch sehr viele gute klavierspielende Freundinnen. Eine davon war eine Professöse am Konservatorium Breiner und die hat mich so als 16-jährigen Buben für würdig und möglich erachtet, als Schüler dort einzutreten. Ich habe dort meine Abschlussprüfung gemacht über diesen Weg und das halt bestanden. Und der Vater war aber nicht ein strenger Mathematiker, sondern ein fantasiereicher Geschichtenerzähler. Ja, es ist mir vollkommen unvergesslich, wie mein Vater mit welcher Fantasie und mit welchem Elan und mit welcher Eloquenz er so extemporiert hat, Geschichten. Und ich habe das irgendwie versucht zu übernehmen und übernommen und bei meinen Kindern dann genauso gemacht. Als kleiner Bub durfte ich am Sonntagvormittag immer zu ihm ins Bett und er hat mir unglaubliche Geschichten, die jedes Märchenbuch und jedes übertroffen haben, geboten. Über Gott und die Welt, das war unbeschreiblich. Die eigenen Kinder sind jetzt 23 und 22, Bub und Mädchen. Der Sohn wird Bariton. Ist engagiert an der Volksoper, der Sebastian, ist 23 Jahre. Und kann den Vater wenn das der stolze Vater mal seine eigene Wahl nicht lobt, aber der hat wirklich eine herrliche Stimme. Das Familienleben, das Haus, in dem Sie wohnen, wie lang steht das schon? Ist in Pötzleinsdorf? Ja, es ist ein ganz altes Haus. Besteht eigentlich ein sehr kurioses Haus auch aus einem Biedermeier. Chalet und ein frühbarockes Landhaus sind einmal zusammengefügt worden und das ist sehr, sehr romantisch. Die Familie Schenk, die in früheren Jahren sehr oft bei uns war, hat gefunden, es ist das schönste Haus von Wien. Also es ist wirklich sehr romantisch, es ist schwer zu erhalten und kostspielig zu erhalten, was mir wirklich nicht immer so wahnsinnig leicht fällt. Und es ist eine Plage, aber es zahlt sich auch aus und es ist ein bisschen feucht und so, aber es ist Ganz in der Nähe ist das Haus des Verschwenders. Ganz in der Nähe ist das Gei-Müller-Schlössl. Der Gei-Müller war der Verschwender sozusagen und das war damals eine Kitschvilla. Ein bisschen ist es auch heute noch eine Biedermeier, historismusartig nachgemachte Renaissance-Sache. Aber es ist ganz toll. Im Garten stehen also sehr seltsame Gartenzwerge und
griechischen, altrömische Skulpturen, also ein sehr spezieller Liebhaber, hat das einmal gehabt, der Baron Sobeck hat darin gewohnt, der also alle diese Dinge sehr, sehr gern hatte. Jedenfalls ist das alles ein bisschen eine versponnene, romantische Gegend, wo die Gärten ineinander gehen und das ein Luftreservoir ist, und das ist also wirklich witzig und schön. In unserem Haus, das ist bemerkenswert, hat der Sigmund Freud gewohnt. Sigmund Freud in der Berggassenzeit, also ganzen Jahre, hat er im Sommer dort residiert und hat sich auch dort Patienten hinkommen lassen. Es gibt Fotos, die das beweisen. Sie zeigen ihn auf dieser charakteristischen Stiege im Garten. Und wir haben das also zum Anlass genommen, einmal für eine launige Zeitungsreportage. Also ich wurde darum gebeten, also im Sinne, dass der Freud gewohnt hat, wurde gefragt. Und dann habe ich mich auch so angezogen wie er auf dem Bild und habe mich auch so hingestellt in derselben Haltung und habe gesagt, heute habe ich da mal Freud. Also es gibt Briefe, die aus der Kirchenhühlerstraße 6, wo er mit unerhörter Liebe zu diesem Haus und zu diesem Park sagt, es ist ein so unbeschreibliches Gefühl, wenn man aus der Wohnung in den Garten tritt, in den Park, ja, und so ebenerdig. Das ist wirklich, gibt es da Tage, wo es Ruhe gibt, oder geht es da immer sehr intensiv zu? Ihre Frau nimmt ja regen Anteil an ihren künstlerischen Aufgaben. Sie zu managen ist ja, glaube ich, wirklich eine Aufgabe, wie man da die Kinder rauskriegt. Das ist manchmal der Wahnsinn. Ja. Also ich wäre erschossen, wenn ich sie nicht hätte. Muss jemand also einen dann hinpeitschen zu den Sachen. Und es ist oft ein solches Terminchaos. Das und passiert da, dass einmal der Zug Verspätung hat oder solche Dinge? Zum Beispiel, die Reisen von Ort zu Ort sind nicht einfach. Oft, und man ist knapp dran. Ja, da war ein nettes Erlebnis in Salzburg. Vor dem Festspiel musste ich zu einer Vorstellung nach Wien. Sommersache. Und Baal waren wir da und alle Autotransporte haben versagt und ich musste mit der Bahn fahren. Und ich fahre an und für sich riesig gern mit der Bahn, und das ist ja zwischenzeitlich mit der Bahn, war wunderbar. Und war ein bisschen knapp dran und renne also hinauf und sehe schon, also ich schaffe es gerade noch eine Minute. Vorher sprinte ich die Treppen hinauf und höre folgende Ansage des Stationsvorstandes. Achtung, Achtung, der Schnellzug mit der planmäßigen Ankunft hat voraussichtlich Minuten Verspätung und fährt auf gleich ein. Danke. Also, den habe ich nicht jetzt im Zug. Den haben wir gar nicht gefunden. Wieder irgendwie auf Umweg da doch noch zurechtgekommen. Heute in der Früh mit dem eisigen Wetter sind wir mit unserem Alpha in aller Italophilie, habe ich selbstverständlich einen Alpha. Und wir kommen hinunter und sind ein bisschen knapp dran, sind die Türen zugefroren. Jetzt haben wir also noch über eine hintere Tür, die haben wir aufgebracht. Ich mit meiner Korpulenz habe das nicht so ganz geschafft, meine liebe Frau, ich meine, doch ein bisschen weniger korpulent als ich, ist dann mit zerreißendem Rock über den Sitz gekrallt und hat dann ihre ganze aufgestaute Energie vor dem heutigen Vormittag in einem unerhörten Wutschlag gegen die Tür ausgeladen. Und nur dadurch sind wir zurechtgekommen. Auch ich allein hätte das nicht zusammengebracht. Ich sei jetzt ins Haus, der Portier hat mir 5 Minuten vorher mitgeteilt, Holitschek ist nicht eingetroffen. Da habe ich gesagt, gibt es ja nicht, der probt ja schon, ob das gibt es nicht. Bei dieser Tür ist er nicht hinein. Wir sind vorne bei den Vordertüren hinein. Ist da ein Feuerwehrmann hin? Weil zufällig kam ein Bier vorbei und hat das soll man wissen, nicht? Das ganze Haus war wieder aufgelegt, alles so Holitschek. Ja, der bekannte Fernsehteilnehmer. Darüber gibt es auch eine Geschichte, aber vielleicht erzähle ich die im nächsten Blog. Wir fahren jetzt zur Musik Nummer 7 zurück. Wir müssen den Wiener Liedsänger festnageln. Wir haben kein Lied über Bötzlensdorf, aber natürlich über Nussdorf. Es ist ja doch relativ nahe. Die Heurigen dieser Umgebung, die sind sozusagen. Gibt es da welche, die da sind? Mein Rayon, mein Revier. Ich referiere, nein, ich hab fast alle gern. Das ist Neustift ist ein wunderbarer Ort. Und Nussdorf nicht? Fabelhaft. Also wir werden schauen, ob jetzt in Nussdorf was steht. An die Kraft der Trauben will ich fröhlich glauben, jeden Sonntag pilgere ich zum Wein. Gib mich in den Träumen, plausche mit den Bäumen, lass mir erzählen von Freud und Leid aus verbundener Zeit. Es steht an eurer Nussbank
Knuster siehst. Hans sah er glücklich, wimpert immer weh. Ja, der Kaiser Probus kannt den alten Pius, doch besonders gern war er ihm viel. Dass man froh hier lebe, pflanzte er die Rebe, und unsere Wiener wird nicht kein Strand aus dieser Zeit. Es steht ein Olden Nussbaum, das den heiligen Staat, der Himmel blaue Zeiten noch gesehen hat. Er trägt noch immer hoch das grüne Haar. Das wirklich gute, echte, alte Wienerlied.